Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mafia 3. So, scheinbar gab es einen Patch oder ein Update. Wir können jetzt auf jeden Fall hier Outfits wechseln. Schauen wir uns mal an, was für Outfits es gibt. Full Metal 2. Na komm schon, ernsthaft. Was haben wir denn noch? Der gefällt mir eigentlich. Nein, das gefällt mir überhaupt nicht. Also wenn ich ehrlich bin, gefällt mir das ja. Aber das passt eigentlich überhaupt nicht zum restlichen Spielkonzept. Das wäre eigentlich auch noch ganz okay. Wir bleiben angezogen, wie wir sind. So, dann können wir uns hier auf jeden Fall noch irgendwo eine Weste holen. Und zwar hier. Und irgendwo gibt es noch ein Medikit. Das gönnen wir uns natürlich auch noch. Ich dachte schon, jemand wäre gerade beim Scheißen. So, im letzten Part haben wir ja irgendwo ein Auto verwanzt. Und jetzt dürfen wir natürlich mit Donovan eine Runde drüber plauschen. Schauen wir mal, wo es hier rausgeht. Ach ja, genau hier durch den Container. Mann, dieses Gebiet ist wieder so ultra riesig. Echt brutal. Aber okay. Kohle haben wir auch ohne Ende. Wer hat wen irgendwo angebunden, weil er Staub aufgewirbelt hat? So. Geil, da drüben stehen schon die Bullen. So, ich brauche eine Karre. Klar, Standardkarre, wie soll es auch anders sein? Dann. Ich bin in Tick vor. Schick mir jemanden zum Bargeld abholen. Und das. Ich bin in Tick vor. Bin so ziemlich mit allem knapp. Komme schon, nur einen Augenblick. Kollege, willkommen. Ihr seid doch solche Ärsche. Was wickeln wir heute ab? Wehe, du verlierst das. Und direkt in die Bank. Alte, du gehst mir so auf den Sack. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Gut. Klar, Munition. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Geh sorgsam damit um. Ja, ja. Sowieso. Ui. Ganz schön Blut an meinem Auto. So. Und einmal hier lang. Dann schauen wir mal, was der gute alte Donovan zu erzählen hat. Wow. Ja, das war jetzt so nicht ganz beabsichtigt. Reinstes Chaos nach 3 Minuten. Sehr schön. So ein Arsch. Ey, ich hätte gerade so Lust, euch zu erschießen, ihr dummen Wichser. Gut. So, mein alter Freund. Ich krieg ein Signal von dem Gerät, dass du an Frank Paganis Wagen angebracht hast. Er ist also wieder in der Stadt. Und bestimmt ganz wild darauf, deine Bekanntschaft zu machen. Da würde ich drauf wetten. Das Signal ist stabil, den Rest schaffst du allein. Benutz den Tracker, den ich dir gegeben habe. Bis später. Okay. Und wie finde ich den Tracker? Benutze ich den Tracker? Das wird doch sicher wieder, das endet doch wieder in der Katastrophe. Ich sehe es jetzt schon. Okay, ich denke, ich muss in die Richtung. Ah, okay.
Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, ich muss da rein. Yep. Muss ich. War immer ein Job fürs Leben. Mein Vater, mein Onkel, da haben wir auch Kämpfe erlebt, aber die haben alles rein überstanden. Aber wie komme ich da rein? Verdammte Axt. Also hier nirgends. Ach, kommt schon. Irgendwie muss ich doch da reinkommen. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, wie wir nicht reinkommen. Ich meine, das ist ja auch schon mal was. Jetzt mal das Auto und fahre eine Runde drumherum. Ah, okay. Gut. Hier haben wir einen Parkplatz. Hier komme ich rein. Scheint der richtige Ort zu sein. Ja. Scheint so. Der hat mich jetzt echt nicht gesehen. Okay. Die hellsten seid ihr ja nicht. Die Frage ist, kann ich da allein rein? Oder habe ich dann Mordsärger? Hast du Frank gesehen, als er ankam? Der alte Bastard sieht 20 Jahre älter aus. Bei dem ganzen Sag mal, wie viel hält denn der Kerl aus? Bin schon unterwegs. Ich befürchte, der haut jetzt mit dem Auto ab, oder? Ich glaube, Pagani ist gerade abgehauen. Oder? Habe ich recht? Ja, ich habe recht. Geil. Na, mal sehen, ob du es noch drauf hast, Frank. Ach. Fuck. Als Frank Pagani entkam, geriet Lincolns Plan ins Stocken, wodurch Sal Marcano Zeit bekam, ihn zu finden und zu töten. Ja, machen wir es nochmal. Scheiße, scheiße, scheiße. Lief nicht wie geplant. Mal eigentlich habe ich jetzt keinen Bock, deine Verfolgungsjagd zu machen. Wenn ich das irgendwie unterbinden kann, wäre ich echt, echt happy. Scheint der richtige Ort zu sein. Ja, ist es. Das haben wir schon geklärt. Da gibt es jetzt keinen Zweifel. Ah, das sollte noch reichen. Okay. Er haut auf jeden Fall wieder ab. Wir haben ein Problem. Ich mach dich. Hab mal Songs, Arschloch. Okay. Schnell ins Auto, dem hinterherfahren. Na, mal sehen, ob du es noch drauf hast, Frank. Alter, verpiss dich! Das ist alles seine Schuld. Er steckt mit seinem Kopf dermaßen tief im eigenen Arsch. Mr. Pagani, so dürfen Sie aber nicht über Mr. Marcano reden. Hör mal zu, Junge. Mein Vater hat 20 Jahre lang Banden ausgeraubt. Er hat mir zwei Sachen beigebracht. Nie jemanden verteidigen und immer loyal bleiben. Unsere Loyalität wird uns der Tod bringen. In Gestalt von dem Kerl hinter uns. Soll ich Ihnen gegenüber etwa nicht loyal sein? Was? Quatsch, du bleibst loyal zu mir. Ich bin ja nicht das Problem. Ich sehe keinen Weg, wie wir herauskommen. Keine Sorge.
So. Endlich. Das ging jetzt wenigstens relativ schnell. Ich hab dir doch nichts getan, aber ich hab sehr interessante Sachen gesehen. Eine Menge Blüten und eine Presse. Mir fehlt nur noch die Verbindung zu Kuba. Bitte. Ich habe innere Blutung. Ich brauche einen Doktor. Ich habe eine Frau und drei kleine Töchter. Du willst einen Doktor? Dann erzähl mir jetzt lieber, was ich hören will. Also, das ganze Zeug da. Cell hat das alles geplant. Aber die Blüten haben nichts getaugt. Ich sollte noch einen Mann ins Boot holen. Einen gewissen Alvarez. Ein Fischer arbeitet für Castro. Hat er dir auch die Platten gegeben? Platten? Ich dachte, das weißt du. Wegen dem Raubüberfall. Der Raubüberfall? Marcano wollte die Druckplatten der Bank. Ja. Wo steckt dieser Alvarez? Wo? Einer von Tommys Leuten nahm ihn mit. 10, 15 Minuten bevor du aufgetaucht bist. Wo ist er mit ihm hin, Mann? Wo? Ha! Meine Töchter. Nein. Nein. Fuck! Ich habe 48 Jahre damit zugebracht, Lincoln Clay zu verfolgen, weil er ein Krimineller ist. Furchtbar, was ihm passiert ist, aber... Wissen Sie was? Ich denke, dass... Als er Sammy, Alice und Danny Burke tötete, da wurde klar, was Lincoln wirklich war. Ein Monster. Da bist du ja. Setz dich, fangen wir an. Ich bin durch mit Frank Pagani. Der Typ wird den Hafen in Tickford nicht mehr als Umschlagplatz nutzen. Das ist jetzt unser Gebiet. Ich habe getan, was du wolltest. Alle Läden in dem Bezirk laufen gut und bringen Geld ein. Jetzt musst du es nur offiziell machen, dann richten wir uns hier häuslich ein. Da hast du gesteckt. Na gut, wenn du uns den Bezirk gibst, sorgen wir dafür, dass er läuft und Geld bringt. Ist okay, dass dir wer anders den Bezirk gesichert hat. Ich war ja noch mit dem letzten beschäftigt. Aber jetzt übernehme ich gern noch dieses Viertel. Nicht den Kopf verlieren jetzt. Ja, ich hatte eh gesagt, dass der an Burke geht, weil, ich weiß nicht, keine Ahnung, Schmuggel und so, da sehe ich ihn einfach am ehesten. Entscheide dich richtig, dann mache ich dir einen Teller frische Bucatini. Na, frische Bucatini, das ist natürlich eine feine Sache. Wir zwei können nicht ohne einander. Muss ja nichts Schlechtes sein. Mhm, Knickknack. Kannst mich anrufen, wann du willst. Ich warte. Gib mir das Viertel und Marcano wird sich in die Hosen scheißen. Ich glaub nicht. Schon klar, du musst dir alles offen halten. Okay, du hast nichts mehr zu sagen. Sammy hat dich gut erzogen. Vertrau deinem Riecher. Ja, du kriegst es auf jeden Fall. Gut. Dieses Gebet geht an die Iren. Du bist ein verdammtes Genie, Junge. Du stellst meine Geduld auf eine harte Probe, Lincoln. Kann gut sein, dass sie mir bald ausgeht. Vielleicht nächstes Mal. Reden können wir später. Verschwinden wir. Gut, Cassie kriegt auf jeden Fall den nächsten Bezirk. Sonst dreht die Alte mir noch am Rad. Hör zu, ich hab dir ein paar Namen genannt und zahl dich dafür, dass du sie findest. Also erzähl keine Scheiße. Ja, okay. Mach's einfach. Mann, Mann, wenn man nicht alles selber macht, dann... Alles in Ordnung? In dieser Nacht. Sammy war so erleichtert. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Durch das Geld dachte er, dass wir alle von Marcano unabhängig werden. Dieser Wichser! Was zur Hölle hat Frank dir gesagt? Marcano hat uns die Bank ausrauben lassen, um an die Geldplatten zu kommen. Georgie musste sich während des Überfalls geschnappt haben. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Darüber haben wir doch schon geredet. Das ist alles nicht deine Schuld. Doch, genau das ist es. Cell ist wie ein Geschwür, ein Aasgeier. Er hatte immer vor, euch alle reinzulegen. Schon vergessen, was er mit Vito gemacht hat?
Er hat deine Familie ermordet. Das können wir nur wieder gut machen, indem wir jeden umbringen, der diesen Haufen Scheiße auch nur angesehen hat. Brauch jetzt einen Schluck Bourbon. Pagani behauptet, Marcano konnte das Geld nicht selbst drucken. Darum hat er einen kubanischen Fälscher namens Alvarez engagiert. Was wissen wir über South Downs? Tommy Marcano ist keiner von denen, die scheißen, wo sie essen. Drum weiß man nicht viel über seine Geschäfte. Er betreibt ein Wettbüro und hat ein Lager für seine Schmuggelware. Tommy weiß sicher, dass ich hinter Alvarez her bin, deshalb versteckt er ihn wahrscheinlich an einem dieser Orte. So oder so, ich schnapp ihn mir. Ich werde dafür sorgen, dass Marcano nicht einen einzigen Dollar mit diesen Platten drucken kann. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Plan. Und macht jetzt allmählich auch Sinn, wie Marcano seine finanziellen Probleme lösen wollte. Wenn man Geld drucken kann, wie man will, läuft die Sache auch auf jeden Fall. So, Standardkarte. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Dein Geld ist bei mir immer. Immer noch kein Kickback. Zeig mir mal, was du hast. So, einmal Munition. Und. Ach, kommt schon. Eine schusssichere Weste. Wir haben genug Kohle. So, wo wollen wir hin? Ja, ist jetzt nicht unbedingt der nächste Weg, aber. Well. Ja. Machen wir auf jeden Fall. Dann hier lang. Mal schauen, ob die Weste bis zum Ziel überlebt. Ich wage es ja fast zu bezweifeln. Aber gut, wir werden sehen. What the fuck? Was war das denn gerade? Wieso war da eine Sprungschanze auf dem Weg zur Autobahn? Wollt ihr mich verarschen? Das kann man doch nicht machen. Nicht cool, Bro. Aber die Karre ist mittlerweile sowas von hochmotorisiert. Einfach nur noch pervers. Hey, da wäre ein Playboy. Boah. Hab ich doch gesagt. Die Weste wird nicht überleben bis... wir am Ziel sind. Gut. Aber weit ist es nicht mehr. Oh, wir sind jetzt im letzten Bezirk. Und hier sind sie ja doch relativ feindselig noch überall. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wann wir Marcano töten können. Und warum wir seinen kleinen Rotzlöffelsohn kaputt machen dürfen. Da freue ich mich schon. So. Da sind auch irgendwo Bösewichte. Yo, yo, yo. Hallo, junger Mann. Hallo, nicht ganz so junger Mann. Purdue? Grand Purdue. Gefällt Ihnen der Laden? Ich denke drüber nach, Ihnen... Okay. Und was haben Sie mit Marcanos Organisation zu tun? Mein Freund, ich besitze und leite Kaufhäuser. Aber bei dieser Wirtschaftslage, naja, da habe ich viel überflüssiges Inventar. Kleidung, Elektronikartikel, Sie wissen schon. Ein alter Freund, Artie Higgins, sagt zu mir, Grant, ist doch alles versichert. Lass dir den Plunder von mir abnehmen. Sie ließen sich also beklauen? Ja, meine Trucks. Sollte nur ein einmaliges Geschäft sein, aber verdammt, Artie hat einfach nicht aufgehört. Ich kann das nicht mehr weiter durchziehen. Wohin bringt Artie die Trucks? Hat er mir nie verraten, aber als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hatte ich den Eindruck, als wollte er sie bei jemand anderem abladen, bei einem, wie nennt man das, einem Hehler. Grant, wenn ich ihre Sachen finde, gehen die sicher in Flammen auf. Tun Sie, was Sie tun müssen, um Artie das Handwerk zu legen. Meine Versicherung hat mich rausgeworfen. Sie sagt, ich sei ein Risikokunde. Ist das frech? Aber wenn Sie mir diesen Truck zurückbringen, sind doch ein paar Mäuse für Sie drin. Artie hat in South Downs ein paar Männer, die für ihn arbeiten. Diebe, alle miteinander.
Mal sehen, was ich machen kann. Und sie tauchen so lange erstmal ab. Ich denke wirklich, du solltest prüfen, was Artis Jungs über meine Trucks wissen. Die Sache sollte nur einmal laufen. Na gut, ein paar Mal. Arti verschwindet mit den Waren in den Trucks und die Versicherung zahlt. Niemand verliert was. Tommy Marcano. Der Name kommt mir bekannt vor. Tja, könnte ja an Marcano liegen. So, meine Freunde, reicht aber wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.